So, Jungs, da sind wir wieder. Drittes Spiel. TTFoy ist klar. So, vergleichsweise starke Mannschaft. Ich muss nur leider sagen, ich erkenne nicht einen Spieler. Guck, wie heißt der Typ da hinten in der Abwehr? Der 85er? Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Den Rest noch nicht. Ich muss auch dazu sagen, Jungs, ich bin richtig angetrunken. Muss auch mal sein, ne? Es wird auch so Saisons geben, wo ich mal richtig besoffen bin. Ne? Irgendwie nachts aufnehme oder sowas. Und dann geht's los, Freunde, ne? Kannst du nichts machen. Dann ist einfach die Sache, hauptsache ein bisschen Spaß haben und das werden wir jetzt hier auf jeden Fall haben. Mal gucken! Draxler! Draxler! Aus dem spitzen Winkel! Wo schießt der denn hin? Ist das ein Schuss gewesen? Ich dachte, ich hab die Steuerung da drauf, Alter. Meine Fresse, wer bist zur Eckpfanne gegangen? Gut, wir nehmen die Ecke auf jeden Fall mit. Ich glaube, so war das ungefähr. Ja, aber wenn ich mich natürlich... Schein! Nuri! Ah, oh, Junge, Alter. Immer noch Nuri! Nee. Kajava! 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 In Latte! Topak! Nimm mir Rami! Das Ding ist drin! Und ist da los, Jungs! Da ist die 1 zu 0. Ich habe seit über einem Monat der FIFA mehr gespielt. Aber ist die scheißegal. Wir machen das Ding trotzdem. Shinji mit links an die Innenlatte. Gucken wir uns das nochmal an. Schönes Ding. Kann man auch mal irgendwie reinmachen, das Ding. Aber was soll's. Der Bellarabi ist ja der Kopfball-Spezialist. Sondergleichen, Freunde. Dafür ist er ausgezeichnet. Ne? Lahm wie Sau, aber Kopfball-Spezialist. Und 1-0. Wir machen das ganz easy hier, ne? Von der Ballannahme, du, ne? Wie im Buche. Draxler holt den sich. So, was machen wir jetzt? Rodriguez, du sollst... Statt zu hinterlaufen? Nee? Nee, Ben. Nee, man hat nicht. Komm, Jungs. Das ist doch nichts. Das ist doch noch nicht mal eine Chance gewesen von ihm. Oh. Ramos. Oh, Godin, Alter. Bewerfe eine rote Karte, oder was? Jawohl! Den einzigen Typen, den ich von ihm kannte, also vom Sehen her sozusagen, Godin war das, der holt sie erstmal rot ab. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was der Typ hier zusammen spielen will. So, wir haben den Rodriguez. Rodriguez, habe ich gehört, kann das mit einem richtigen Spieler, mit dem richtigen, also, ne, also wenn einer Freistoß schieße, Freistoß, halt die Fresse, Freistoße schießen könnte. Aber wir können uns auch den Ball einfach holen, dann können wir einfach passen und Rodriguez macht das Ding einfach rein und dann mit rechts, easy. Freunde, sorry, aber ich meine, das, komm, leg dich mal noch irgendwie, machen wir noch irgendwas. Yeah, mach die Faust, yeah, was geht? Sonst 2-0. Ich habe übrigens vor in dieser Season, weil gerade auch mein Mitbewohner noch gut am Trinken ist, Freunde, und noch ein Kumpel da ist von ihm, dass wir diese Saison sozusagen so ein bisschen abwechseln. Also ich vielleicht noch mal ein Kellerinchen spielen lasse und Wittensteini. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. So, 2-0, war ja jetzt. Gut, Jungs, wir sind in allen Belangen eigentlich überlegen. Muss man ganz ehrlich sagen, ich meine 7-1 Torschüsse, 5 davon aufs Tor. Unser Ballbesitz gefällt mir überhaupt nicht, Freunde. 2 Kämpfe, 15-2. Okay, wir haben ein paar mehr Fouls, scheiß drauf. Ja, aber was soll's. Wir sind eigentlich gut dabei, führen 2-0. Kann nur besser werden. Wir können das Ding eigentlich nicht mehr verlieren. Luis hat ihn nicht. Luis hat ihn wieder nicht. Luis ist ein bisschen zu langsam in der Hinsicht. Meine Fresse, Alter. So, jetzt kriegen sie nochmal Ecke. Wir haben Leno hinten im Tor. Also ich meine, so ist nicht... Wir haben Leno hinten im Tor. So, jetzt dann schnell über die rechte Seite. Wo ist denn da die rechte Seite, Freunde? Schönes Ding. Gustavo, auf rechts muss er trotzdem machen, Jungs. Schönes Ding. War knapp kein Abseits, aber war wirklich relativ knapp. Jungs, und wir führen die in den Kebab FC oder so, wie der Typ heißt. Schön erstmal 3-0. Jungs, und das läuft. Ich mache hier FIFA nach, was weiß ich, wie viele Wochen wieder an. Und das läuft, die alte Spielweise. Der Gegner ist auch, glaube ich, richtig schlecht. Aber was soll's. Davon sehe ich aber überhaupt nichts. Ramos alleine durch. Die Frage ist, er macht's einfach. Nee, Ramos. Meine Herren, Alter. Und Bellarabi macht's halt einfach wieder schlecht, muss man dazu sagen.
Subotic lässt sich da einfach umspielen. Pfosten rettet. Nuri macht's eigentlich gut. Jetzt hör auf, mal Meter zu pfeifen. Was soll ich sagen, Freunde? Souverän gewonnen. Wir hatten aber die Möglichkeit, dann auch ein bisschen höher zu gewinnen. Ich meine, nach der roten Karte war halt relativ offen. Ihr habt doch gesehen, in der zweiten Hälfte, ihr seht es nochmal in der Statistik, er hat dann auch insgesamt einfach auch mehr Torschüsse jetzt, mehr Ballbesitz. Die Zweikämpfe haben mir super gefallen, aber ansonsten die Passgenauigkeit und vor allem unser Ballbesitz nicht so gut. Ansonsten unsere besten Spieler, Bellarabi hat mir zwar nicht so richtig gefallen, Ramos richtig schlecht und wie ich schon ein paar Mal auch in den Aufnahmen gesagt habe, nur Subotic und Draxler definitiv, Jungs, die müssen wir auswechseln. Nuri fand ich nicht so schlecht, am Anfang vor allem ganz gut, aber vor allem Draxler und Subotic, das geht gar nicht, Freunde, müssen wir auswechseln, müssen wir mal gucken, was wir da noch so haben. Ne? Aber wir haben erstmal die 7 Punkte, damit ist der Klassenerhalt schon mal sicher, in der 9. Liga, herzlichen Glückwunsch. Und guck mal, wir müssen auf jeden Fall auf Aufstieg gehen, ganz klar, und eigentlich auch auf Meisterschaft, komm Jungs, ne? Man muss auch mal ein hohes Ziel setzen. Bis zum nächsten Spiel. So Jungs, da sind wir wieder und das Team sieht auf jeden Fall mal stärker aus. CCB mit Boateng oben vorne, ist auch ein Bundesliga-Team, aber ganz ehrlich, Freunde, ach du Scheiße, warum spielt er mit Tah? Tah ist wahrscheinlich arschschnell. Ich kann mir sonst nicht vorstellen, wie man mit dem Team mit einem 76er hinten spielt. FC Bayern, Freunde, den aus Borussia. Ach du Scheiße, ich glaube, jetzt haben wir Probleme. Mal gucken. Oh nein, das ist so ein scheiß Trickser, Alter. Ach du Kacke, Alter. Das wird ja was werden hier. Junusevic, willst du mich rollen, Alter? Oh, Leno, ich kann mal auch festhalten, ey. Ha, Absatz. da hinten haben wir einen. Auf Schölinio, bitte. Gutes Ding. Mann, Schöle, die Ballannahme, Mann. Gutes Ding. Kadaver, was machst du denn mit dem Ball? Der spielt echt mit. Shinji. Mann. Hol ihn. Shinji. Tal, hör doch mal auf. Mach ihn rein. Was ist da los? Er spielt mit Tal in der Innenverteidigung. Jungs, da ist die Schwäche von Tal. Chincherito, und das ist halt einfach ein Chincherito. Das ist eine Erbse und kein Ramos. Der Ramos hätte den schon wieder irgendwie daneben gemacht. Wie auch immer er es geschafft hätte. Chincherito 1-0, vollkommen unverdient. Nimm wir. Chincherito. Legt nochmal quer auf Schürrle. Dreht sich ein paar Mal. Nimmt ein paar mit. Schürrle hat immer noch den. Schiri! Nur weil Schürrle ist, Mann? Nur weil er weiß es, Alter. Kadaver holt sich den Ball hier. Geht auf die Erbse. Leo. Nuri. Elfmeter. Jungs, wir kriegen den Elfmeter. Und der ist berechtigt, Freunde. Der ist berechtigt. Gibt's dafür auch irgendeine Karte oder so ein Scheiß? Na, eigentlich ist der nicht berechtigt. Eigentlich treten wir Junusovic komplett in die Hacken und fallen um. Aber was soll's. Den nehmen wir trotzdem. So, Schölinio schießt definitiv nicht. Hier, na, gib mir nochmal einen Schützen, Junge. Ja, wir nehmen Hernandez. Komm, wir nehmen unseren Stürmer. Ich mach mal unten links rein. Ja, oder auch in die Mitte. Ist auch nicht so, als ob ich unten auf die Balken geachtet hätte. Stimmt, bei Elfmeter ist das immer was anderes. Ich hab den schon mal verschossen dadurch, ne? Ist egal, Jungs. Wir fühlen ja unverdient 2-0. Nimm mal. So, Jungs. Er hat eigentlich die geilere Mannschaft. Ist aber hier locker hinten. Schiri. Was? Lass doch den Torwart dran. Lass doch den Torwart dran! Ist das unverdient, das Gegentor, Freunde. Warum kifft den Gündogan da hinten raus, Junge? Ilkay! Lass doch einfach Leon den Ball in die Hand nehmen. Gut. 2-1. Ey, wird nochmal spannender hier. So, Jungs, also, ganz ehrlich, es ist nicht unbedingt verdient. Aber was soll's? Wir nimm's. Wir haben schon wieder weniger Ballbesitz. Kann doch nicht wahr sein, Freunde. Egal. Lass uns die zweite Halbzeit irgendwie 0-0 gestalten, Freunde. Ich will das Ding, wenn wir das Ding gewinnen, sind wir auf jeden Fall Helden, Jungs, ne? Mit Rum-Cola in Intus sind wir auf jeden Fall Helden. Bist du nicht vom Taschiri? Da ist wieder Tah. Und da ist wieder die Schwachstelle, Freunde. Aber die Erbse läuft halt auch scheiße, ne? Die Erbse! Die Erbse! Hör hier! Pass ihn! Gutes Ding! Und das Ding ist drin! 3-1! Wie auch immer! Die Erbse und Shinji macht das Ding am Ende rein. Was ist das denn für ein Tor gewesen, Freunde? Die Erbse macht in der Aktion eigentlich alles richtig.
Und Shinji schießt eigentlich, ich glaube, der würde sogar daneben gehen, Freunde. Er schießt einfach nur Leno an. Und was auch immer Leno da macht, ich glaube, Tar hält ihn sogar auf der Linie, wa? Alter, ist das schlecht. Wie nimm's? Es ist komplett unverdient, aber wie nimm's, Freunde? Leno Eigentor. Offiziell gewertet. Alles klar. Und da ist die Erbse schon wieder durch. Die Erbse ist durch. Die Erbse ist durch. Der kurze Schlenker. Leno ist da. Und was ist das für ein Schuss von Kagawa, Freunde? Er hat schon wieder schießt der Leno an. Nur diesmal steht Leno richtig und kann ihn aber auch festhalten. So. Wieder Miki. Ball annehmen und ordentlich flau. Der wird aber weggehauen, Freunde. Und Rodriguez hatte meines Erachtens schon gelb. Ich glaube, das war's dann mit Rodriguez. Ich glaube, der hat nun wirklich gar keinen Bock mehr. Und tschüss. Riro, bist du mal ein Spiel weg, ne? Jungs, das ist auf jeden Fall der Sieg. Gucken wir mal, ob wir noch einen reinzwirbeln hier. Der war ja mal richtig schlecht. Dann nicht. So, Jungs. 3-1. Geht doch. Jungs, was soll ich sagen? Ich bin immer noch der Meinung, wir haben komplett unverdient gewonnen. Aber, ja, auch statistikmäßig haben wir eigentlich jetzt... Wir haben ein bisschen mehr Torschüsse gehabt, aber ihr habt die Torschüsse gesehen. Die waren nicht doll. Ne? Und ich meine, guckt euch die V-Statistik, Zweikämpfe, wann war Ballbesitz, wann war alles gleich. Also im Grunde genommen nicht besonders doll, aber wir haben halt die Erbse gehabt. Die Erbse hat es vorne gerissen, auch der beste Mann. Stände mal richtig untergegangen. Die hat mir auch nicht gefallen. Also generell und Sapia hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber was soll's? Wir haben es wieder gepackt, Jungs. Wir haben jetzt übrigens schon den Aufstieg. Mit 10 Punkten haben wir jetzt schon den Aufstieg. Wir brauchen jetzt nochmal 3 Punkte, um halt auch Meister zu werden. Es kann also sein, dass im nächsten Spiel schon alles vorbei ist wieder. Dass wir richtig schnell hier durchgehen durch Liga 9. Man muss auch sagen, wir haben auch richtige Grützengegner erwischt, hier richtige Deppen. Aber was soll's, was willst du machen? Die haben gute Spieler, aber können halt nicht im Fußball spielen. Und ich bin ein bisschen angetrunken und trotzdem können wir Fußball spielen. Das ist genau das Ding, was ich haben will. Jo, Jungs, dann würde ich sagen, ab zum nächsten Spiel.